Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr möglichst schnell trainieren könnt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn ihr in Zukunft natürlich keine weiteren Videos hier immer auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schreibt natürlich auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus. Würde mich auf jeden Fall freuen und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem ersten Thema. Als erstes, bevor man überhaupt mit den ganzen anderen Punkten beginnt, sollte man erstmal seine eigenen Schwachstellen herausfinden, denn man muss ja erstmal wissen, woran man arbeiten kann, damit man natürlich auch effektiv trainieren kann. Denn man kann natürlich, wenn man schon gutes Aim hat, weiter natürlich sein Aim trainieren. Allerdings wird natürlich immer das Training immer weniger relevant, denn umso besser man eben halt ist, desto länger braucht man, um nur ein kleines bisschen dann sich auch zu verbessern. Und deshalb sind eben halt auch gerade die Pro-Player dann eben halt irgendwann an einem Punkt angekommen, wo man wirklich sehr, sehr viel spielen muss, um nur ein bisschen was zu erreichen. Deshalb, wenn man da seine Schwachstellen herausfindet, findet man die Stellen eben halt heraus, wo man noch am schwächsten drin ist. Und in diesen Stellen, wo man sehr, sehr schwach noch drin ist, kann man natürlich deutlich schneller trainieren als in den Punkten, wo man gut drin ist. Und wenn man dann eben halt beispielsweise Aim und Edit nicht schon gut kann und nur die Buildings so fehlen und man dann eben mal das Building auch trainiert, dann ist man am Ende eben halt bei allen Sachen gut und das bringt einen deutlich weiter, als wenn man dann beispielsweise wirklich nur im Aim gut ist. Um das Ganze herauszufinden, ist es immer relativ hilfreich, wenn man einmal in die Replays geht und sich dort das Ganze eben halt anschaut. Das heißt, ihr müsst dafür das natürlich in euren Settings aktiviert haben. Nimmt bei manchen ein bisschen Leistung weg, bei manchen eben halt eher weniger Leistung weg, also müsst ihr immer schauen. Für ein paar Runden lohnt es sich auf jeden Fall, könnt ihr immer zwischendurch wieder anmachen, um euch das Ganze ein bisschen anzuschauen. Ansonsten, wenn natürlich schon so oder so euer Gameplay streamt, auf Twitch beispielsweise oder es aufnimmt, dann könnt ihr natürlich auch dort drin das genauso gut schauen und müsst das eben halt nicht dann nochmal extra dann machen. Und da könnt ihr dann eben halt immer darauf achten, wo habe ich so die meisten Fehler, weshalb sterbe ich in den einzelnen Fights. Dafür ist es auch immer besser, sich wirklich Arena-Runden beispielsweise anzuschauen und eben halt nicht einfach nur anzuschauen, wie man im Creative beispielsweise gespielt hat. Ganz als nächstes natürlich auch noch ganz wichtig, dass man ein gutes Warm-up hat. Dazu hatte ich ja euch ja auch schon mal das ein oder andere Video hochgeladen, werde ich mal in der Infokarte verlinken, wenn ich es nicht vergessen sollte. Und dabei ist es eben halt so, dass man am besten auch insbesondere in seinen Warm-up Trainingsstellen einbauen sollte, wo man eben halt auch die Schwachstellen drin hat. Das heißt beispielsweise, wenn ihr nicht so gut im Editen seid, dann verlagert im Prinzip euer Warm-up eher so ein bisschen aufs Editen. Trotzdem solltet ihr insgesamt natürlich alle eure Mechanics trainieren. Das heißt, ihr solltet in einem Warm-Up immer Aim-Training, immer Edit-Training, immer Building-Training und natürlich auch am Ende noch vielleicht ein bisschen was für Game-Sense dabei haben, sodass ihr dann eben halt wirklich bei allen Trainingseinheiten dann wirklich insgesamt ganz gut schon warmt seid, damit ihr dann eben halt später in den richtigen Games nicht mehr so viele Probleme habt, euch da irgendwie aufzuwärmen und dann müsst ihr dann eben halt danach nur noch wirklich trainieren und könnt euch darauf immer komplett fixieren. Dann sollte man als nächstes auch als ganz wichtigen Punkt natürlich von jedem Tod lernen. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal in Arena stirbt, dann müsst ihr euch das jetzt hier unbedingt im Replay-Mode oder so anschauen. Ist natürlich dann immer noch besser. Allerdings schaut euch eben halt so ein bisschen dann nochmal in der Rückblende an, was hättet ihr vielleicht besser machen können. Meistens fällt einem das hier so direkt nach dem Tod auf, vor allem wenn man das schon ein bisschen trainiert hat, kommt es im Prinzip so von alleine, dass man dann weiß, wo hätte ich irgendwas anders machen müssen, wo hätte ich vielleicht ein Edit anders setzen müssen, damit ich den Fight gewonnen hätte. Und wenn ihr daran denkt, dann findet ihr immer nochmal Schwachstellen raus und ihr wisst vor allen Dingen, was ihr vielleicht für Edits nicht machen solltet, was ihr für andere Strategien bei einem Fight anwenden solltet, dass ihr vielleicht nicht so unbedingt auf Highground oder eben halt nicht so sehr am Lowground sein solltet. Das könnt ihr dadurch alles sehr, sehr schnell herausfinden und wenn ihr das nach jedem Tod macht, dann werdet ihr sehr, sehr schnell besser. Außerdem habt ihr als weiteren Vorteil auch, dass ihr dann eben halt, wenn ihr aus jedem Tod eben halt etwas lernt, dass ihr dann eben halt nicht irgendwie mad werdet, nicht irgendwie dann irgendwann nur noch komplett am Ragen seid, sondern ihr seid dann eben halt dauerhaft so bei der Sache und versucht ihr euch eben halt auch wirklich konstant dabei zu verbessern. Dann sollte man auch immer mit oder gegen bessere Spieler spielen. Das heißt, spielt nicht einfach irgendwie ganz normal Solo-Duo-Squad. Dort sind ja meistens teilweise auch nur Bots drin oder eben halt wirklich nur sehr schlechte Spieler. Kann man natürlich eine 20-Bomb oder so gegen droppen. Trotzdem wird es euch nicht so viel weiterbringen. Denn ihr denkt euch dann natürlich zum einen, dass ihr ja schon besser als die Gegner seid, wodurch euer Gehirn sich dann immer denkt, ihr müsstet euch nicht mehr verbessern. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch von keinen Gegnern etwas lernen, wo ihr vielleicht andere Techniken anwenden müsstet oder was ihr eben halt vielleicht sogar falsch macht, weil ihr letztendlich so oder so die meisten Fights eben halt in Solo-Duo-Squads gewinnt. Dann versucht ihr mal auch im Creative beispielsweise euch bessere Spieler zu suchen und nicht nur gegen Bots auf irgendwelchen kleinen Discord-Servern zu suchen, sondern vielleicht eher auf Scrim-Discord-Servern zu suchen, denn dort sind meistens auch bessere Spieler unterwegs. Außerdem natürlich gilt das genauso, wenn ihr in eurem Trio seid und ihr dann eben halt wirklich deutlich besser als eure Mitspieler seid, dann habt ihr keinen, der irgendwie einen pusht, so um sich eben halt weiterhin zu verbessern. Hingegen, wenn man mit Mates hat,
hat, die tatsächlich besser spielen, dann weiß man letztendlich auch, dass man selbst eben halt sich dann auch irgendwie versucht zu verbessern, wodurch man dann letztendlich auch wieder besser spielen kann. Dann sollte man natürlich auch generell möglichst viel versuchen, Arena zu spielen, denn Arena ist nun mal einfach der realistischste Modus, denn dort spielt man eben halt gegen ganz, ganz viele unterschiedliche Gegner. Man hat eben halt Endgame-Situationen, man hat Midgame-Situationen, man muss eine Loot-Route haben und man muss eben auf alles immer gleichzeitig achten. Genauso gut ist natürlich auch immer, dass man Sono spielt. Ist, finde ich, auch ein sehr, sehr underrateder Modus geworden. Dafür gibt es auch die unterschiedlichsten Discord-Server, worauf man wirklich sehr, sehr gut Lobbys überhaupt finden kann, womit man dann eben halt das Ganze spielen kann, denn dort sind auch häufig wirklich sehr, sehr gute Spieler drin. Man muss eben halt den Sonos gleichzeitig darauf achten, wo sind Gegner. Das heißt, man muss so ein bisschen Awareness vom Surrounding haben. Man muss eben halt vernünftige Fights machen und man muss Fights möglichst schnell beenden. Man muss vernünftig tapen können und man muss eben halt generell so auch auf Mats und alles achten. Das trainiert wirklich sehr, sehr viel euer gesamtes Game Sense und finde ich, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zu spielen. Kann man gerne auch mal die eine oder andere Runde definitiv mehr spielen. Dann sollte man natürlich auch immer versuchen, alle Turniere zu spielen. Dort sind ja zwar diese Woche keine Turniere gewesen, allerdings ab der nächsten Woche geht es ja wieder weiter, beziehungsweise ab heute geht es ja eben halt schon weiter mit den Paradox Plattform Cash Cup, dann natürlich hier der ganzen anderen Cash Cups, die man immer sehr, sehr gut spielen kann. Ihr müsst nicht versuchen, dort im Prinzip dauerhaft zu campen, um dann eben die meisten Punkte zu holen, sondern versucht auf jeden Fall so zu spielen, dass es für euch am meisten bringt. Das heißt, wenn ihr Probleme habt zu W-Keyen, dann W-Keyt eher. Wenn ihr Probleme habt, nach dem W-Keyen dann irgendwie das Endgame zu spielen, dann spielt eher auf Endgame in den Turnieren, denn letztendlich sind eben halt die Turniere eigentlich immer das, was ihr braucht, beispielsweise auch in der FNCS in der ersten Runde. Dort läuft das Ganze nämlich genauso ab. Als letzten Punkt, und das trotzdem auch noch einmal einer der wichtigsten Punkte, ist auf jeden Fall, dass man immer nicht müde spielen sollte. Das heißt, wenn ihr irgendwann während der Woche um 6 Uhr morgens immer wieder aufstehen müsst, zockt nicht bis 0 Uhr durch. Ihr werdet relativ schnell geraged dabei. Geht lieber eine Stunde früher schlafen und seid dann am nächsten Tag wieder fit, damit ihr eben halt wieder komplett Fokus auf euer Gameplay haben könnt. Denn das bringt euch am Ende mehr, als wenn ihr die eine Stunde abends dann mehr hattet. Und das heißt, versucht auf jeden Fall nicht euren Schlafrhythmus dadurch durcheinander zu bringen, nur um mehr Fortnite zu zocken. Denn das gehört natürlich auch zur Effektivität. Einfach, wenn man eben halt in der kürzeren Zeit dann am Ende sogar mehr schafft, als wenn man eben halt wirklich lange spielt, dann spät schlafen geht und am nächsten Tag dann wieder müde ist und dann eben halt auch wieder nicht richtig zocken kann und dann wieder in einem größeren Zeitbereich vielleicht nur genauso viel schafft, wie sonst auch immer. Das waren auf jeden Fall so alle Tipps und Tricks, die ich euch zum Thema effektiv trainieren geben kann. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst hier gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.